Zum krönenden Abschluss der Let's Dance-Staffel in diesem Jahr fand die Profile-Challenge statt. Die Tänzerinnen und Tänzer bewiesen einmal mehr ihr Talent auf dem Parkett. Wer konnte den Sieg am Ende des Abends mit nach Hause nehmen? Vor einer Woche wurde mit Artist René Kesseli und seiner Tanzpartnerin Katrin Menzinger das Gewinnerpaar der 15. Staffel von Let's Dance gekürt. Das Duo konnte sich über mehrere Wochen harter Arbeit und mit atemberaubenden Performances gegen seine Mitstreiter durchsetzen. Nach der Siegerehrung am vergangenen Freitag gab es für die Fans des Formats nun noch einmal Nachschlag. Genau eine Woche später stand die Profile-Challenge an, bei der die professionellen Tänzer noch einmal gegeneinander antraten. Am Ende konnte ein Paar die Jury, bestehend aus Joachim Jambi, Mozi Mabuse und Jorge González, sowie das Publikum am meisten überzeugen. Renata Lusin und Christian Polans fielen sich nach ihrer Siegerehrung in die Arme und konnten es sichtlich kaum glauben, dass sie den ersten Platz ergattert hatten. Renata Lusin gewinnt zweites Mal in Folge. Erstere gewinnt damit sogar das zweite Mal in Folge, im vergangenen Jahr setzte sie sich mit ihrem Ehemann Valentin Lusin gegen die anderen Profis durch. Dem Gewinnerpaar winkt neben einem Pokal auch ein Vorteil in der kommenden Let's Dance-Staffel. Einer der beiden darf sich seinen Tanzpartner beim nächsten Mal selbst aussuchen, vorausgesetzt, der Profi nimmt an der Staffel teil. Renata Lusin hatte sich nach ihrem Sieg im vergangenen Jahr Matthias Mester als Partner ausgesucht und damit eine gute Wahl getroffen. Das Paar hatte sich nämlich bis ins Finale getanzt und am Ende den dritten Platz erreicht. In der Profile-Challenge am Freitagabend schafften es Massimo Sinato und Fadim Gabusov auf den dritten Platz, knapp hinter ihren Konkurrenten Katrin Menzinger und Evgeny Vinokurov, die sich Silber holten.